Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 5. Februar 2021. Mein Name ist Norbert Gieso und heute mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Ja, an diesem Wochenende ist die Venus der Star der astrologischen Bühne. Venus ja vor einigen Tagen in den Wassermann eingetreten, wird am Wochenende erst Saturn berühren, also mit Saturn zusammenstehen, Konjunktion zu Saturn bilden und dann ins Quadrat zu Uranus laufen und damit das Quadrat zwischen Saturn und Uranus, welches hier am 17. Februar exakt wird, wird sie schon mal vorab aktivieren. Das heißt, wir kriegen jetzt schon mal eine Ahnung davon, wie eben dieser große Spannungsaspekt, der dieses Jahr ja dominiert, wie der aussehen wird, wie der aussehen kann, wie sich das zeigen kann. Über Saturn Uranus-Quadrat habe ich ja schon viel gesprochen, auch ein eigenes Video dazu gemacht. Es geht hier eben ganz klar um Freiheit kontra Sicherheit, um darum, was soll erhalten bleiben und wo braucht es irgendwie Veränderungen. Und beide Seiten stehen sich ja teilweise recht unversöhnlich gegenüber. Die eine Seite, die sagt, bloß nichts ändern, es soll alles so bleiben, wie es immer war. Gehen und die andere Seite sagt, nein, wir brauchen überall Veränderung. Ne? Also da werden wir in diesem Jahr uns ein bisschen hin und her chingen. Da geht es auch ganz klar um den Verteilungskampf. Wer kriegt was von was ab? Und die Venus als Planet der Beziehung und der Werte, die macht hier die Aspekte. Und zwar bereits am Morgen, am Sonnabendmorgen um 8.07 Uhr ist die Venus auf Saturn. Das heißt, die wird heute über den Tag hinweg auf Saturn zu laufen. Saturn-Venus ist ja immer so ein bisschen so eine ernste Stimmung, weil Venus ist ja auch der Planet der Freude. Das bedeutet zum einen, dass die Pflicht, also dass so ein bisschen so eine saturnale Energie da ist, die Pflicht steht ein bisschen im Vordergrund. Andererseits können einen alle möglichen Einschränkungen von außen oder von innen halt jetzt besonders stören, weil die Venus im Wassermann ja eigentlich frei agieren möchte und schon muss sie sich sozusagen wieder hier an Saturn anpassen. Außerdem ist Venus-Saturn ist ja immer ein kurzfristiger Transit, aber wirft immer auch ein klares Schlaglicht auf den aktuellen Zustand unserer Beziehung und zwar ein kritischer Blick, ein so saturnal kritischer Blick und auch die Werte. Ne, ihr Venus steht auch für unsere Werte, auch die materiellen Werte, aber auch die ideellen Werte. Auch die müssen sich mit Saturn der Realitätsprüfung stellen. Ja, Venus, genau, in Konjunktion mit Saturn um 8.07 Uhr morgen. Und am Mittag um 12.43 Uhr, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Doppelnieser. Vielen Dank. Bin nicht krank. Irgendwie, irgendwas ist mir in die Nase gekommen. Ja. Und dann macht Venus am Mittag das Sextil zu Chiron, also ein harmonischer Aspekt. Das bedeutet auch, dass auch in dieser Verbindung von Venus zu Saturn und Venus zu Uranus auch eine Menge an am ganzheitlichen Heilpotenzial steckt. Ja, und in der Nacht zum Sonntag dann um 4.33 Uhr ist die Venus im Quadrat zu Uranus. Und das ist genau das Gegenteil im Grunde zu Venus-Saturn. Venus-Uranus ist halt so dieses, ich möchte diese Enge nicht mehr, ich möchte mich befreien. Also die Leute, die sehr stark im Sinne des Protestes unterwegs sind, die werden vielleicht diesen Impuls zum Protest am Wochenende noch deutlicher spüren als ohnehin schon. Auch in Beziehungen oder in allen Dingen kann so ein bisschen eine Venus-saturnale Langeweile aufgekommen sein und mit Venus-Uranus, jetzt möchte ich mal was Neues. Wenn schon überall nichts geht und es immer gleich ist, dann brauche ich wenigstens irgendwo mal etwas Neues. Also da gilt es auch für uns zu schauen, was ist erhaltenswert, was sollte verändert werden. Ja, die Venus. Dann der Mond als Tagesanzeiger der Energien. Der Mond heute noch im Zeichen Skorpion
bringt halt im Skorpion alle möglichen Schattenthemen. Meistens macht er uns das bewusst, häufig, wo wir selbst uns emotional dem Fluss der Zeit, dem Fluss der Energie, dem Fluss der Erkenntnis widersetzen, wo wir uns selbst blockieren. Da kann man eben sowohl die Blockade sehen oder aber auch die Möglichkeit, diese zu wandeln, zu transformieren. Heute Nachmittag um 18:16 Uhr wechselt der Mond dann vom Skorpion in den Schützen. Das heißt, wir haben so dann zwischen 5:30 und 7 Uhr ungefähr, haben wir heute Nachmittag, heute Abend Mondwechselenergie, wo der Mond nicht genau weiß, wo gehöre ich eigentlich hin, unklar so ein bisschen. Und dann ist der Mond im Schützen, wo er bleibt bis zum späten Sonntagabend. Am späten Sonntagabend um 21:52 Uhr geht es dann für den Mond in den Steinbock. Und wir sehen, der Mond rückt hier schon wieder an die Sonne heran. Und das ist auch kein Wunder, weil wir am kommenden Donnerstag Neumond im Wassermann haben, was dann nochmal diese gesamte Wassermann-Geschichte nochmal verstärkt quasi. Aber vorher haben wir ja jetzt erstmal heute Nachmittag bis Sonntagabend, also so Mond im Schützen. Und mit dem Mond im Feuerzeichen Schütze könnte so ein bisschen diese introvertierte, vielleicht auch manchmal etwas dunkle Stimmung des Mondes im Skorpion sich aufhellen. Der Mond im Schützen bringt ja meistens irgendeine Form von der Möglichkeit, von einer Vision, von einer möglichen Helligkeit auch. Vielleicht fällt uns irgendetwas ein oder wir haben Zukunftsvisionen oder utopische Visionen, die uns besser draufbringen. Dieser Stillstand, dieser emotionale Stillstand hört auf, es kommt wieder in Bewegung und wir sollten auch mit Mond im Schützen auch selber uns in Bewegung setzen, körperlich, geistig und gefühlsmäßig und nicht auf den Dingen weiter rumkauen. Da kommt also ein bisschen Bewegung in die Geschichte rein. Mit Mond im Schützen auch immer ganz wichtig, den tieferen Sinn zu untersuchen, den wir unserem Leben und den Dingen geben. Nicht, wenn für uns viele Dinge einen Sinn machen, also für uns persönlich einen Sinn machen, ist es viel leichter, die Dinge zu bewerkstelligen, als wenn wir alles sinnlos finden. Aber dieser Sinn ist nicht immer sozusagen von außen da, der ist nicht als Stempel draufgedrückt. Sondern diesen Sinn müssen wir quasi selber entdecken, dem müssen wir den Dingen selbst verleihen. Und das ist mit Mond im Schützen oder mit Schütze-Energien immer ein bisschen einfacher möglich. Am Sonntagabend dann der Wechsel in den Steinbock um kurz vor 10. Und das bedeutet dann auch, die neue Woche beginnt mit Mond im Steinbock, der auf dem Weg zum Neumond hier über alle Planeten laufen wird. Das wird nochmal sehr interessant werden. Mond im Steinbock hier mehr so Zweck, Funktions- und Pflichtbewusst. Dann, also von daher sollten wir das Wochenende auch nutzen, um ruhig mal so ein bisschen, so gut es möglich ist, auch auszubrechen. Ja, in der kommenden Woche dann der Neumond am kommenden Donnerstag und am Montag holt Merkur die Sonne ein. Die beiden laufen ja entgegengesetzt. Die Sonne jetzt heute im 17. Grad des Wassermanns. Merkur rückläufig natürlich noch bis 21. Februar. Die beiden rücken am Wochenende aufeinander zu und tauschen dann am Montag die Plätze, sodass dann nächste Woche Merkur quasi hinter der Sonne läuft, ja sich rückwärts noch von ihr wegbewegt. Das ist also dann auch am Montag ein sehr kopfiger Tag, wo es vielleicht auch darum geht, sehr gut darüber nachzudenken, in welche Richtung wir denken wollen, aber kein guter Tag, grundsätzliche Entscheidungen zu fällen. Hier würde ich tatsächlich das alles noch ein bisschen aufschieben. Ja, also keine uninteressanten Konstellationen, aber auch nichts am Wochenende, aber auch nichts, wovor wir jetzt Angst haben müssten. Interessant mal zu beobachten, wie die Venus eben dieses Saturn-Uranus-Quadrat schon aktiviert für die Astrologiekundigen unter uns, da mal ein bisschen darauf zu achten auch, wie zeigt sich das. Und ich wünsche uns allen einen schönen Freitag, ein tolles Wochenende und wir sehen uns spätestens am Montagmorgen wieder zum neuen Tageshoroskop. Bis dahin alles Liebe und Tschüss.